Die Amerikaner, die sind fort aus Darmstadt. Ihre Kasernen und Siedlungen stehen seit 3 Jahren leer. Das ärgert unter anderem die Studenten, die im Moment nicht unterkommen. Und nicht nur die. Solange aber Bund und Stadt sich nicht einig sind, herrscht einerseits Wohnungsnot und anderes steht sinnlos leer. Ein Riesenwohnzimmer mit offener, eingebauter Küche und Blick ins Grüne. Ein Traum für jeden Studenten. Auch das Bad und die Zimmer können sich sehen lassen. 2 bis 3 Studenten pro Wohnung könnten hier im Süden Darmstadts unterkommen, in den ehemaligen Kasernen der Jefferson-Siedlung. Zumindest für ein paar Jahre. Danach will die Stadt hier einen neuen Stadtteil entwickeln. Rund 70 Wohnungen gibt es aktuell. Naja, nicht alle im selben guten Zustand. Eigentümer ist der Bund. Der würde einzelne oder alle Gebäude für bis zu 6 Jahre zur Verfügung stellen, sofern die Stadt mit ihrer Planungshoheit nichts anderes vorhat. Im Endeffekt hängt es davon ab, wie schnell auch die Stadt hier eine Entwicklung vorantreiben möchte. Ich gehe aber davon aus, dass das noch einige Zeit dauern wird, einige Jahre möglicherweise. Und in dieser Zeit kann ich mir eine studentische Nutzung vorstellen. Im Wesentlichen hängt das davon ab, wie viele Investitionen hier notwendig sind. Und um genau die Höhe festzustellen, gilt eben dieses Angebot, das zu untersuchen. Für die Studenten wäre das eine gute Lösung. 1500 suchen noch immer eine bezahlbare Unterkunft. Es war für mich am Anfang sehr schwierig und deswegen habe ich dann in Frankfurt gewohnt. Also ich komme jeden Tag von Frankfurt bisher. Ich wohne nicht hier. Also ich wohne noch bei meinen Eltern, weil es mir einfach zu teuer ist. Ich habe lange gesucht. Ich war jetzt erst im Ausland und konnte auch nur durch einen Freund eine Wohnung vermittelt bekommen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich eine anständige gefunden hatte. Wie lange hat es gedauert? 1 Jahr. Das Studentenwerk kennt die angespannte Lage und wäre bereit, Darmstadts Kasernen für die Studenten zu verwalten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ich freue mich über dieses neue Angebot und bin ganz heiß drauf, mit den Verantwortlichen darüber ins Gespräch zu kommen. Natürlich geht es auch darum, wie hoch werden die Investitionen sein, die wir dafür einsetzen müssen. Und es muss dabei eine Miete herauskommen, die für die Studierenden, gerade ausländischen Studierenden, auch interessant ist. Rund 250 Euro pro Zimmer. Aber die Baudezernentin der Stadt, Brigitte Lindscheid, ist gegen die Nutzung der Jefferson-Siedlung aus rechtlichen Gründen. Die Jefferson-Siedlung liegt nach unserem Dafürhalten in einem Gebiet, das derzeit so zu bewerten ist, dass da eine Wohnraumnutzung nicht möglich ist. Es ist ein Gebiet, was vorher militärisch genutzt worden ist. Sie schlägt stattdessen die Lincoln-Siedlung gegenüber vor. Dort gäbe es keine militärischen Einrichtungen, daher dürfe da gewohnt werden. Außerdem will die Stadt die Häuser hier weitgehend als Wohnungen erhalten. Daher wäre sie dankbar, wenn das Studentenwerk im Vorfeld schon mal in Brandschutz und Wasser investiert. Die Jefferson-Siedlung dagegen soll womöglich gar nicht erhalten bleiben. Investitionen bringen der Stadt daher kaum Vorteile. Der Bund aber hätte den Vorteil, dass das Gelände nicht mehr brach liegt und somit in besserem Zustand verkauft werden kann. Ein Streit, der kaum noch um die Nöte der Studenten kreist. Ich kann nicht erkennen, dass hier alle Anstrengungen unternommen werden, um das tatsächlich auch schnell zu einer guten Lösung zu führen. Die ist wahrlich nicht in Sicht. So wird der Poker zwischen Stadt und Bund weiter auf dem Rücken der Studenten ausgetragen, die im Notfall auf den Feldbetten des Studentenwerks übernachten müssen.